Moin Leute, was geht? Willkommen zurück auf dem Kanal von Klatsch mit einem neuen Video. Und zwar von einem unbekannten, bekannten Spiel mittlerweile, muss man sagen. Und zwar No One Survived. Für die, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, niemand überlebte oder kein Überlebender. Digga, was ein Englisch-Genie bin ich eigentlich, Alter. Ich bin ja ein richtiges Genie. Auf jeden Fall, Leute, das Spiel, das hat kaum irgendwie gezeigt, was es ist oder was es wird. Der erste Trailer kam, glaube ich, raus. Oder was heißt Trailer? Es war einfach nur, was es dieses Spiel überhaupt irgendwie ansatzweise ein bisschen gibt. Im September, wenn ich mich gerade nicht irre. Dann kam im Dezember, kam dann ein Trailer raus über den Multiplayer. Und zack, ein Monat später, genau wie ich ein Monat später, ist das Spiel einfach da auf Steam. Es ist Early Access. Aber dieses Spiel spielt schon in der Unreal Engine 5. Auf jeden Fall sehr, sehr hohe Erwartungen natürlich. Ne? Es ist Early Access, gar keine Frage. Hier steht es auch nochmal, dass manche Sachen unvollständig sein können wegen der Early Access. Und Leute, ich persönlich muss sagen, ich habe es schon angespielt gehabt, wollte das eigentlich gleichzeitig mit euch teilen als Aufnahme, aber diese Aufnahme ist leider misslungen, da das Sound ein bisschen übertrieben. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich euch einfach mal kurz so ein paar Minuten, so, keine Ahnung, vielleicht 15 Minuten mal ein bisschen Video. Wenn es bei euch gut ankommt, werden wir da auch natürlich weitere Folgen machen. Wahrscheinlich werden dann später auch noch meine Jungs mit einsteigen, dann werden wir natürlich einen Multiplayer-Server für uns machen und werden dort dann ums Überleben kämpfen. Aber zuallererst, was ist das überhaupt? No One Survived. No One Survived ist ein postapokalyptischer Survival-Shooter. Survival-Spiel mehr. Also Shooter schon, aber man kann auf jeden Fall bis zu 10 Spieler auf einen Server raufholen. Das ist ganz geil auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich auch, dass wenn als Beispiel, ich bin der Host, jemand anderes will aber spielen, aber ich bin gar nicht online, dass man dann trotzdem spielen kann. Wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen erstmal. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut dies gerne jetzt kostenlos. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar für den Algorithmus, um ihn natürlich richtig schön zu füttern. Und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir nennen uns natürlich einmal Klatschi. Ne? Wie auch sonst. Wir können auswählen zwischen Nase, Augen, Augenbrauen, Mund, Kiefer, Haar, Merkmale. So, wir machen aber mal kurz und knackig was. Brauchen wir jetzt hier nicht so einen hübschen machen. Reicht. Erstellen. So. Sind wir Leute, wirklich. Also ich mag das Spiel total. Also es ist Early Access. Man muss damit rechnen, dass da Fehler sind, dass es manche Sachen gibt, die noch nicht ganz so geil aussehen. Aber für meinen Geschmack endlich mal ein Survival-Spiel, nachdem uns natürlich The Day Before so heftig enttäuscht hat und uns alle so heftig hochgenommen hat. Diese kleinen Söhne, Alter. Der Zombie-Virus ist ausgebrochen. Du hast 3 Jahre im Schutzbunker gelebt, aber die Ressourcen des Schutzbunkers waren allmählich erschöpft. Du wurdest verbannt und dann kannst du die Apokalypse nur noch alleine überleben. Schauen wir uns alles mal an. Wir starten jetzt einfach mal. So, man kann auch aussuchen, ob man zu Anfang mit Anfang Gear startet, so wie ich jetzt gerade hier. Ich habe es gemacht, weil ich es wollte, weil ich schlecht bin, ein Noob bin. Nein, eigentlich, ja doch schon, aber eigentlich, weil ich euch das alles mal zeigen wollte. So, wir haben hier Steine, die wir sammeln können. Die Grafik sieht einfach nur gut aus, ne Leute? Also jetzt mal ernsthaft. Überleg mal. So, und das ist eine Early Access, was da noch alles passieren wird. Jetzt zeige ich mal ganz kurz, das ist unser Inventar. Das alles hier. Gesundheit, Kohlenhydrate, Motivation, Hygiene. Wir müssen uns übrigens waschen, wenn wir gegen Zombies spielen, kämpfen. Oder generell, wir werden, unser Charakter ist in der Zeit ziemlich dreckig. Dann können wir einfach ins Wasser gehen, können uns waschen und dann ist die Hygiene wieder top. Ein Virus, körperliche Stärke, Proteine und durstig. Es gibt verschiedene Spritzen sogar. Es gibt einmal einen Virenblocker. Dann gibt es einmal Adrenalin und es gibt Penicillin. Verbände und sowas, wie man es halt kennt. Ganz krass gemacht auf jeden Fall. Und ja. Jetzt haben wir hier einmal unser Character. Unser Character. Und jetzt sehen wir gerade, was wir momentan für einen Schaden haben. Also, ja gut, wir haben einen großen Schaden. Ich sag's euch, alle Leute, die mir zugucken, ihr habt alle sowieso einen Schaden, Alter. Wie stark unser Charakter gerade momentan ist. Die Ausdauer und. Das kann man hier alles einsehen. Und wir können unsere Klamotten hier auch auswählen. Denn es gibt hier Sommer, Winter, Herbst und Frühling. Und wir müssen uns dementsprechend auch immer kleiden. Denn es kann hier schneien, es kann hier regnen, es kann gewittern. Und wir müssen einfach alles dafür tun. So, ich will jetzt mal was gucken. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. So, jetzt haben wir einen Hasen erlegt. Oh. Klingwerkzeug erforderlich. Ich will eigentlich nur mal meinen Pfeil erstmal nehmen. So, das hat geklappt. Und jetzt, nehmen wir mal den Hasen aus. Oh, ich mag solche Spiele wirklich. Zack. Wir haben Fleisch bekommen. Fleisch, da. Lecker Hasenfleisch. Ja, Leute, es tut mir leid, dass ich die Cam falsch platziert habe. Daran habe ich nicht gedacht, ich kleiner Sohn.
Wie gesagt, und dann haben wir unser Anfang-Crafting-Menü, womit wir uns die einfachen Sachen, eigentlich so gesehen, das, was wir jetzt gerade schon alles haben, uns natürlich schon herstellen können. Und ich muss sagen, die Sachen, die man dafür braucht, easy zu kriegen. Und ja, was will man dazu eigentlich noch sagen? Es ist ein Survival-Spiel. Man kann sagen, wie jedes andere Survival-Spiel, aber was dieses Spiel halt so besonders macht, ist einfach meiner Meinung nach, dieses Spiel hat ohne große Ankündigung einfach gesagt, yo, wir hauen das Spiel jetzt raus, das Spiel ist jetzt auf einmal da. Die Leute freuen sich, ich freue mich darüber. Also ich kenne viele, die das mittlerweile spielen. Und es sieht halt auch einfach gut aus, das Spiel, ne? Wenn man mal überlegt, so dafür, dass es eine Early Access ist, wie viele Spiele gibt es? COD oder Benefit. die draußen sind vollständig und immer noch total scheiße aussehen manchmal. Also deswegen. Dann haben wir noch unser Bookie Book. Und zwar haben wir einmal einen Technologiebaum, womit wir jetzt Sachen wie Holzkohleofen und herstellen können. Natürlich eine Werkbank. Und es geht alles runter, weiter runter, weiter runter. So bis hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das nicht einfach rauszoomen kann, sondern immer so gucken muss. Geschmackssache muss nicht sein, kann aber sein. Scheiß drauf. Ist so, macht man. Hat Spaß. Habt Spaß. Und was auf jeden Fall krass ist dabei, ist halt, für die Leute, die vielleicht Seven Days to Die kennen, man kann hier Bücher lesen. Und zwar jetzt als Beispiel Mediziner Buch 1, Buch 2, Buch 3. Und damit kann man sich dann halt natürlich skillen. Du kannst aber auch, als Beispiel jetzt, wenn ich mit einer Stumpfwaffe, sprich mit einem Messer oder irgendwie sowas, Zombies erledige oder Tiere erledige oder sonst irgendwas, kann ich damit leveln. Das heißt, diese Sachen werden automatisch hochgelevelt denn. Aber um jetzt zum Beispiel in meinem Technologiebaum, wo war ich jetzt da? In meinem Technologiebaum Sachen zu finden, wie zum Beispiel, finde ich jetzt was gerade? So, als Beispiel jetzt gerade hier der hier. So, wir bräuchten jetzt dafür, um diese Textilmaschine zu lernen, bräuchten wir Ingenieurwesen Klasse 2, Schneider Klasse 1 und Maschinenbau Klasse 1. Das heißt, das müssen wir alles erlernen. Oder wir schaffen es halt auf irgendeine Art und Weise, diese Sachen hier hoch zu leveln, ne? Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5 und so weiter. Information, das sind nochmal die Serverinformationen, was ihr eingestellt habt. Ich weiß nicht, ob man das vorm Spielbeginn nochmal ändern kann. Aber jetzt, Leute, jetzt gehen wir mal einfach los und gucken uns einfach mal kurz an, was hier so überhaupt Sache ist. Also die Grafik, auf jeden Fall Porno. Ich mag sie total. Das sieht total gut aus. Es gibt hier auf jeden Fall Fahrzeuge. Ich weiß nicht, ich glaube, hier kann man gar nichts looten hier drin. Ne? Habe ich gestern schon geguckt oder wann ich gespielt habe. Auf jeden Fall, ich kann jetzt an den Kofferraum gehen und schau mir einmal an, was gibt's hier drin. Ne? So, ich habe eine Schulterleuchte. Schulterleuchten, das ist zum Beispiel die ich schon an meinem Rucksack dran habe. Wenn ich die aufgeladen hätte, weiß gar nicht, kann man die irgendwie aufladen? Ah, jetzt ist sie, glaube ich, aufgeladen. So, und dazu braucht man dann halt immer diese kleinen Batterien hier. So, und zack, dann hat man Licht wenigstens. Und ich finde das ultra gut gemacht, Mann. Wirklich. So, und wir haben natürlich auch Fahrzeuge, mit denen wir hier fahren können. Das heißt, wir brauchen eine Autobatterie. Als Beispiel. Und wir brauchen Reparaturkasten und sowas. Und das kriegen wir alles nur hin, wenn wir... Richtig. Wenn wir Ingenieurwesen und sowas alles ein bisschen gelevelt haben. Weil ich habe bis jetzt noch keinen gefunden gehabt. Kann natürlich sein, dass man so etwas findet. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Auto, was man fahren kann. Da kann ich jetzt zum Beispiel einmal den Kraftstoff tanken, dann die Batterie rein und ein paar Autoteile. Keine Ahnung, was das für Autoteile sein sollen. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Anlasser. Auf jeden Fall, ne, wenn ich jetzt hier diese Autoreparaturset hätte, könnt ihr hier auf Reparieren drücken und könnt mit der Karre fahren. Geht leider nicht, denn ich habe sowas noch nicht gefunden. Ich wäre auch schon mal gerne gefahren, aber habe ich nicht gemacht. Und jetzt gehen wir mal kurz... Oh, da kommt ein Zombie direkt aus der Tür. Der springt schon wild durch die Gegend. Der hat auf jeden Fall Bock auf uns. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Ich kann euch mal kurz was zeigen, was ich hoffe, was noch geändert wird, denn ich muss sagen, das sieht irgendwie ein bisschen, ja, gut, es ist eine Early Access, Leute, ne? Also, ich beschwere mich darüber nicht, sondern ich hoffe einfach nur, dass die Entwickler da auch noch was machen, denn das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich meine, mit dem Hände zittern, okay, wenn ich die Luft anhalte, dann, ne, hält er sie auch und das finde ich halt schon, ist gut gemacht auf jeden Fall. Man kann natürlich auch so schießen, ne? So, aber wir gehen jetzt mal gucken. Warst du alleine oder warst du mit mehreren hier, Bruder? Ah, hier sind ein paar mehr auf jeden Fall. Egal, ich will euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn einer stirbt. Oh, machen wir mal mit dem Speer. So, er ist noch nicht tot. Er steht wieder auf. Und zack, der Arm ist weggeflogen. Mein lieber Scholli. Also Leute, wer kein Blut sehen kann, man kann dies natürlich auch ausstellen. So, und bei Zombies kriegen wir meistens Stoff raus.
Bruder, wer ist sie denn eigentlich, Alter? Komm mal her hier. Komm mal her. Oha. Oha. Und der Kopf ist weg. Oha. Da rollt er. Hey, see me rolling. So, wir haben Stoff und mit Stoff können wir uns zum Beispiel einfache Stofftaschen herstellen. Denn ich habe diesen Rucksack habe ich nur, weil ich jetzt so Anfänger eingestellt habe. Und damit natürlich die Sachen nur bekommen habe, weil ich Anfänger bin. Macht irgendwie Sinn. Aber ihr seht jetzt, guck mal, mein Rucksack zum Beispiel ist mit Blut. Der Speer ist voller Blut. Und wir müssen uns dann einfach waschen gehen. Und jetzt gehen wir mal in ein Haus rein. Das hier sind so gesagte Waffenkisten, sage ich immer dazu. Denn dort findet man unter anderem jetzt, hier wäre jetzt eine M4 oder eine, das ist hier so ein Dings, wie heißt das? So eine Winchester, sage ich jetzt mal. Auch ganz geil. Oh hier, oi, 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 ein Ska. Also deswegen, Leute, das ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Man hat hier eine ganze Menge zum Looten auf jeden Fall. Hier Medizin. Also man muss sich hier wirklich reinfuchsen, Leute. Wir haben Schrotflintenmunition. Aber wir können ja mal kurz was gucken. Dann kann ich euch ja... Nee, waren wir da schon dran? Nee, da waren wir noch nicht dran. Deswegen, man kann ja wirklich viel looten. Hier haben wir zum Beispiel Werkzeugkasten und elektronische Bauteile, ein Dietrich, ein einfaches Teil. Ich weiß noch nicht, wofür das alles sein soll. Ich habe mich da selber noch nicht so ganz reingefuchst. Und hier haben wir nochmal eine Haushaltsbatterie, denn, Leute, diesen Kühlschrank hier zum Beispiel, so einen können wir uns später auch herstellen und können diesen benutzen für Lebensmittel denn. Und zwar, gehen wir nochmal auf unseren Technologiebaum und dann muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Wir hätten jetzt zum Beispiel Lichtschalter und sowas alles, ne? Und wir haben hier einen Stromgenerator. So, wo war denn? Hier ist ein Kühlschrank. Wir haben eine Kochstation, wir haben ein Gewächshaus, denn wir können bei einem Händler, da werde ich jetzt auch gleich einmal hinlaufen, um euch das zu zeigen. Dann haben wir noch unser Bauhammer, mit dem wir denn Sachen bauen können. Wir können eine Struktur ganz normal bauen, wie man es halt kennt. Also das ist richtig gut, also keine Ahnung Leute, das ist dafür, dass das Spiel einfach kaum Ankündigung hat und einfach da ist. Ja, nur einmal, ich weiß gar nicht, kann man da denn eigentlich... Was brauche ich denn dafür jetzt? Plastik zweimal. Weiß nicht, ob ich da denn so meinen Müll reinschmeißen kann. Okay, die Mülltonne ist relativ klein. Sieht aus wie vom Puppenhaus, aber naja gut. Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, die man hier machen kann, Leute. Wirklich eine ganze Menge. Ich hoffe auch wirklich, dass die Map noch ein bisschen größer wird. Denn die Map sieht so aus. Sieht auch mal aus wie so einzelne Abteile, wo man looten gehen kann. Kann relativ schnell langweilig werden, muss aber nicht. Ne, wenn man eine Base baut, man braucht immer wieder Teile, man weiß nie, was ist und was man braucht. Aber wie gesagt, Leute, guck mal, das sieht so aus wie ein Flugplatz hier, ein kleiner Hafen hier, irgendwas. Und ich habe da schon Bock zu, sage ich euch, wie es ist. Aber ich hoffe einfach, dass irgendwie noch ein paar Gebäude mehr hier mit hinzugefügt werden, dass man hier noch ein bisschen mehr machen kann. Also, ne, wie gesagt, Leute, ich beschwere mich über die Spiel 0, denn es ist eine Early Access. So, und jetzt sehen wir uns gleich wieder beim Händler. Was ich mal zeigen wollte, ist, wie geil es einfach aussieht, wenn der Baum gefällt wird. Ich meine, gut, dass er mich mit einer Hand festhält, okay. Aber... Ist gut gemacht, Alter. Also, ich mag das total. So, und dann müssen wir natürlich noch einmal... Zack, und schon haben wir unsere Baumstämme. Aber es lockt natürlich auch die ganzen Zombies an, der ganze Lärm, ne? Also, umso lauter wir sind, umso mehr Zombies kommen natürlich. Jetzt sind wir gerade an einer Stelle angekommen, die ein bisschen lieblos aussieht. Es ist aber allerdings auch so im eingearbeitet hier in der Map. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es so sein soll. Auf jeden Fall hat man hier dann verschiedene Erze, wie Kupfer oder was ist das hier? Ich glaube, das soll hier einfach nur Stein sein. Das sieht aus wie Eisen. Das Braune ist Ton, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. So, aber man kann hier eine ganze Menge machen, Leute. Und für 16 Euro. 16 Euro kann man nichts falsch machen. Ich glaube, The Day Before hat bestimmt 50 gekostet, wenn sie rausgekommen. Ja, diese kleinen Alter. Die haben uns alle so gefickt. Ich sag's euch, Leute. So, und nun sind wir beim Händler angekommen. Das Häuschen da jetzt gerade. Und wir haben auf jeder Seite haben wir irgendwo einen Händler. Also in jedem Abteil, sage ich jetzt mal, haben wir überall Händler. Wir sind natürlich auf der Karte auch markiert. Das heißt, es ist auch relativ... simpel sich auf der Karte zu finden und zu orientieren. Und ja. Jetzt schauen wir uns mal an.
der Händler. Moin moin, Chef. So. Wir können jetzt zum Beispiel Fähigkeiten lernen. Und das sehen wir jetzt schon. Ich will Schneiderei lernen, Waffenherstellung. So. Dann haben wir, wir können hier Sachen verkaufen. Ich mache jetzt mal einfach, machen wir mal jetzt einmal den Topf hier. Ich will euch einfach nochmal zeigen. So, zack. So, da wollte ich ihn genau. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Zeitschrift, eine Zigarette, die werden wir uns jetzt auch holen einmal. Und wir hätten jetzt hier Tiere. Und die können wir halten, um natürlich, als Beispiel, wir können uns einen eigenen Bauernhof irgendwie errichten. Oder wir könnten natürlich auch eine Fleischfarm machen dadurch, dass wir immer was zu essen da haben. Also Leute, und wir können auch, was können wir noch machen? Ich weiß nicht, könnt ihr euch, hattet ihr jetzt was gehabt hier? Die schnuckelige Maus hier? Ich glaube nicht, ne? Kaffeebohnen? Kann man die einpflanzen? Nee, kann man nicht. Auf jeden Fall können wir auch natürlich Felder machen mit so vielen Sachen. Also das ist ja utopisch, was man da alles herstellen kann. Also das ist ja Pfirsich, Äpfel, dass du richtige Äpfelbäume und sowas hast halt. Oder Pfirsichbäume, oder du kannst Kartoffeln, Weizen, so viel. Und du musst halt auch darauf achten halt, ne Leute? Dass es halt in der Sonne richtig steht, dass es bewässert wird und. So. Wie gesagt, Leute. Ob das einfach nur Hütten sind, weil sie da sind, oder weil es Hütten sind, weil es Hütten sind. Keine Early Access mehr, sondern das ist schon deren fertiges Spiel. Das werden wir alles natürlich sehen. Denn das Studio, Catplay Studio war das, glaube ich, hat noch nichts rausgebracht auf dieser Welt. Außer jetzt, No One Survived. Und ja, Leute, deswegen nicht so früh beurteilen das Spiel. Schaut es euch erst einmal an. Ich denke mal, ich werde jetzt davon auch noch ein paar Videos machen, um das alles mit euch zu teilen. Und ich hoffe einfach, dass wir uns dann auf jeden Fall immer wieder sehen werden, Leute. Bis dahin, euer Klatschi.